heute kommt Thomas Gottschalk zu Zimmer frei. Und eins sage ich euch, wenn der das freie Zimmer nicht nimmt, dann hören wir auf mit der Sendung. Und hier, die liebsten und schönsten Dinge auf zwei Beinen. Christine Westermann und Götz Alsmann. Guten Abend und herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir wollen uns setzen. Vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Willkommen zur letzten regulären Zimmerfreisession. Behalten Sie Platz, meine Damen und Herren. Wir müssen weitermachen. Wir wollen uns setzen. Herzlich willkommen zur letzten normalen, regulären Sendung. Natürlich gibt es nächste Woche das ganz, ganz große Abschiedsspezialereignis. Abschiedsereignis im Fernsehen. Ja, aber wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, für unseren letzten normalen Zimmerfreiabend einen ganz besonderen Gast einzuladen. Genau, seit 20 Jahren haben wir gesagt, Mensch, wäre das schön, wenn er mal käme. Und jetzt ist es schön, weil er da ist. Und viele behaupten, er sei der eigentliche Grund dafür, dass der liebe Gott sich irgendwann dazu entschlossen hat, den Fernseher in die Welt zu bringen. Heute Abend zu Gast bei Zimmerfrei, Thomas Gottschalk! Herzlich willkommen. Ist klein so ein Studio, oder? Aber bei der Stimmung wird doch jedes Studio zur Weltbühne. So sieht's aus. Ja. Thomas, herzlich willkommen. Geht mit Champagner los oder ist das WDR-Sekt? Nee, es ist schon richtiger Champagner. Da haben wir vor langer Zeit für gesorgt. Eben. Ihr müsst ja heute die restliche Kohle verpulvern, die noch in der Kasse ist, oder? Irgendwann während des zweiten Jahres einen weiblichen Gast, der sich beschwerte, dass wir nur irgendeine Tankstellen-Puffbrause hatten. Und seitdem haben wir gedacht, da müssen wir uns wirklich steigern. Aber ja. Ich bin heute der weibliche und männliche Gast. Genau. Es ist ganz selten, dass drei Menschen, zwei Männer und eine Frau am gleichen Tisch sitzen und die Frau liegt frisurentechnisch auf dem dritten Platz. Ja. Das ist ja ganz... Ja. Cheers. Ja. Nein, ich glaube, Christine freut sich über das, was gerade gesagt wurde. Total. Ja. Weil ich bin schon froh über die Haare, die ich habe. Eben, ja. Echt? Nein, ehrlich? Ja. Machen kaum Arbeit, schmutzen nicht. Ja. Ist doch super. Thomas, das ist was ganz Besonderes auszudrücken. Das finden wir klasse, weil wir große Fans von Hausmannskost sind. Ich sehe das Hausmannskost. Ich erkenne das Blaukraut, ich erkenne die schlesischen Klöße. Ja. Aber du erkennst die Ente nicht. Oder die Gans. Ente? Eine Gans. Rheinischer, entenartiger Vogel. Ja, aber geht das hier gleich mit Fresserei los? Das ist natürlich angenehm. Ist eigentlich ein typisches Adventsessen. Ich glaube, du bist der erste Gast, der richtig isst. Nein, das stimmt nicht. Außer vor einiger Zeit, Ross Anthony, der hat das Wiener Schnitzel eingeatmet, muss man ehrlich sagen. Ross Anthony atmet alles ein. Ja. Dieses Verdachts konnte ich mich auch nicht erwehren. Ja, so. Also macht mal, ich bin gleich fertig und dann übernehme ich, okay? Mhm. Davor haben uns alle gewarnt, dass du das machst. Mhm. Mhm. Also iss mal weiter. Du musst auch nichts sagen, du musst nur gucken. Und hören, was Christine jetzt fragt. Nee, ich wollte nichts fragen. Um Gottes Willen, muss was essen. Wir sind mit einem Foto auf die Straße gegangen und haben die Leute gefragt, ob sie wissen, wer das ist. Überraschende Antworten. Natürlich kennt man diesen Mann, ne?
Ja, aber mein Namensgedächtnis ist ganz schlecht. Ja, das ist Tommy. Das ist der Gottschalk. Das ist Thomas Gottschalk. Wie findest du den? Ich finde ihn geil. Ja, nach wie vor klasse. Man vermisst ihn im Fernsehen. Ich glaube, das war der Einzige, der Wetten, das richtig rocken konnte, ne? Ja, ich würde sagen, also der war früher Diskjockey und hatte sonst ja nichts gelernt, aber Wahnsinn, der hätte das gemacht haben. Wenn er ein Auto wäre, was für ein Auto wäre er? Vom Ferrari bis zum VW Käfer. Vor 10 Jahren hätte ich noch einen Sportwagen gesagt. So ein Lamborghini oder Maserati oder sowas. So was Gediegenes. Ein Ford. Was kann Gottschalk nicht? Egal in welchem Bereich. Langweilige Sendungen machen. Still sitzen bleiben. Ja. Bescheiden sein. Ich glaube, das ist nicht seins. Fußball spielen. Bügeln. Stricken. Kochen. Fräulein Nina, wenn das hier mit uns beiden mal alles vorbei ist, meinen Sie, man wird uns vermissen? Wetten das. Oh. Unser großartiger Staatsminister Zimmerfreinotar und unsere entzückende Assistentin Nina irgendwo in einer Fußgängerzone in Deutschland. Wir haben uns vorhin, weil wir haben den Film schon gesehen, wir haben uns darüber unterhalten, wie unfair das ist, dass egal wie nett jemand ist, wenn er beim Fernsehen ist und groß rausgekommen ist, dass man den immer, weil da jemand gesagt hat, der ist bestimmt nicht bescheiden. Haben die von mir gesprochen? Ja. Mhm. Ach so. Ja. Nein, aber es ist, Bescheidenheit hat ja auch nichts damit zu tun, dass man sein Licht immer unter den Scheffel kehrt. Und wer sich so eine Jacke anzieht, das hat ja auch mit Bescheidenheit nichts zu tun. Ich habe Spaß daran, mich ins Fenster zu stellen, was aber nicht bedeutet, dass man eine gewisse Grunddemut hat vor dem Job, vor dem Publikum. Und davor, dass man so viel Schwein gehabt hat, wirklich es in diesem Job so beizubringen. Ihr wisst ja, wie das ist. Und irgendwann kommt auch der Moment, und da sind wir ja heute, wo man sagt, so, jetzt haben wir es bald hinter uns. Was einerseits ein gutes Gefühl ist, weil ihr ja dieses Ding, wie man ja sieht, ihr habt es ja nicht in Grund und Boden gefahren. Die Leute würden ja gerne weitermachen. Und warum macht ihr eigentlich nicht weiter? Ja, das hat viele Gründe. Einer davon ist der, dass dies heute die letzte Sendung ist. Na, wir können das Ding ja wieder hochreißen. Ich bin ja jetzt da. So viel zum Thema Bescheidenheit. Ja. Thomas, bei einer letzten Sendung, welchen Fehler sollte man auf keinen Fall machen? Och, ich habe nie in meinen Sendungen darauf geachtet, keine Fehler zu machen. Bei der letzten Sendung, welchen Fehler man nicht machen sollte. Ja, man sollte nicht so tun, dass man aufhört, ohne aufhören zu wollen. Dann muss man das auch schon wirklich so abhaken und sagen, Freunde, war eine tolle Zeit und nicht dieses, ach, wir wollten ja gar nicht und jetzt müssen wir aber und ist alles Nein. so schlimm. Ne? Wir haben das vor 3,5 Jahren so geplant und jetzt ist es so. Na, wenn ihr auch, also. Unsere Zeit wird wiederkommen. Ich glaube auch. Wir sitzen das aus. Habt ihr Kasperltheater oder was? Ja, das ist, da seid ihr doch richtig bei mir. Du greifst meiner Moderation vor, Thomas. Selbst Ross Anthony hätte erkannt, dass das ein Kasperltheater ist. Wenn du meinst. Auf jeden Fall ist dies unsere erste Aktion und ich darf euch beide bitten, hier mit mir hierher zu kommen. Bist du schon fertig? In dieser Kiste. Wir essen weiter. Auch wenn die ganz kalt wird. Ja, dann schmeckt sie am besten. Dann ist sie ganz kalt. Können wir nicht. Komm, Weincreme nur aus Apfelwein und bestimmte Süßspeisen nur aus Kunsthonig. Das ist das Leckerste. So, also Folgendes. In dieser Kiste befindet sich unser genialer Puppenspieler Martin Rein mit einigen von seinen wunderbaren Puppen. Und er setzt uns einer Situation aus. Denn wir sind Typen, jeder für sich, bei denen er sich mit einer seiner charaktervollen Figuren beschwert. Die Ente kommt so ein bisschen hoch, ne? Die Gans. Die Ente bleibt unten, die Gans kommt hoch. Wir nehmen die Kanzlerin in die Mitte. Und hier. Als erstes haben wir Christine Westermann als Kellnerin. Bitte schön. Ah, ich dachte Kanzlerin. Ja, das kann man manchmal nicht voneinander unterscheiden. Hey. Hallo. Hi. Hallo. Ich muss mich bei Ihnen beschweren. Was ist passiert? Ja, wir hatten. Komm mal rauf. Oh, guten Abend. Kann ich Ihnen was bringen? Westermann. Ja. Westermann hat heute frei. Ja, das wissen wir. Also, wir hatten bei Ihnen den Kinderteller bestellt. Und wir möchten uns beschweren. Ja. Waren keine Kinder drin. So, was ist denn das hier für ein Restaurant? Was war denn drauf? Was haben Sie erwartet? Da war eine Gans und ein Knödel drauf. Da, so wie das da bei Ihnen da drüben. Aber es ist total lecker. Wollen Sie es nicht mal probieren? Nee, wir möchten lieber Westermann. Ich kann da überhaupt. Also, ich mache alles, was ich lege mich auf den Teller, wenn Sie wollen. Darüber lässt sich reden.
Thomas Gottschalk nun in seiner Paraderolle als leitender Fernsehredakteur. Bitte schön. Oh. Ja. So, los komm, Traudel, deine Gelegenheit. So, tut mir leid, Herr Redakteur, wir möchten uns beschweren. Wir haben uns jetzt 18 Mal beworben, um die Nachfolgemoderation von Zimmerfrei zu übernehmen. Warum antworten Sie uns nicht? Ich antworte, ihr seid durchs Casting gefallen, was die Frisuren betrifft. Was? Wieso? Du siehst aus wie Gottschalk. Das ja braucht, eben. Das braucht keiner mehr. Ich habe eine dicke Nase und die Frisur. Ja. Und Traudel war 8 Wochen auf der Schönheitsfarm. Nur für einen Kostenvoranschlag. Und warum ist sie nicht drangekommen? Ja, das war mir auch. Aber sie kann die Angela Merkel nachmachen. Gucken Sie mal. Dann... Kann das sein, dass das unten in die Hosen geht, wenn ihr oben so guckt? Nee, das ist immer so. Los, Traudel, wenn du lächeln willst, musst du dich auf den Kopf stellen. Ah. Schauen Sie mal, wie fröhlich sie jetzt guckt. Ja. Das wäre doch was. So nehmen wir die, dann drehen die Leute den Fernseher um, dann ist sie richtig. Oh. Los, Traudel, wir haben den Job. Thomas Gottschalk, meine Herren, und ich als Politesse. Hallo? Hallo? Gott, sehen Sie jämmerlich aus. Ja, ich bin ja auch der Jammerlappen. Na, so bleiben Sie mal schön stehen. Ja, Moment mal, Sie haben unsere Kutsche abgeschleppt. Und jetzt habe ich nur noch ein altes Zirkuspferd. Ein altes Zirkuspferd. Ja. Ich bin die Politesse und ich muss Ihnen sagen, ich bin Ihr größter Fan. Ich habe Sie all die Jahre bei Zimmerfrei bewundert. Ja? Ein altes Zirkuszelt. Das ist, ich weiß nicht, was meine Kollegin mit Ihnen angestellt haben. Aber ich winke Sie einfach durch. Das ist sehr freundlich. Ich heure eine von diesen 60er-Jahre-Kohorten weiße Mäuse an, die in Motorrädern vor Ihnen herfahren. Und ich nehme diese Beschwerde gerne entgegen. Alle Schuld auf. Ich sage mea culpa, maxima culpa. Freie wissen Fahrt Sie, für alte Zirkuspferde. Wissen Sie, wem Sie total ähnlich sind? Nein. Den ab morgen ehemaligen Zimmerfrei-Moderator. Das höre ich jeden Tag. Der beste Puppenspieler der Welt, Martin Reine. Unser Kollege Thorsten Schorn war in Kulmbach. In Kulmbach, in meiner Heimat. Ja, und das war total freundlich von dir, dass wir in dein Elternhaus durften. Und was man da so sehen kann, gucken wir uns jetzt an. Es war wunderschön. Wir wären gerne dabei gewesen. Ja. Ja. Guten Abend. Servus. Herzlich willkommen, mein lieber Herrschaften. Ich vermute, auf dieser Treppe wird er die große Show geübt haben. Denn das ist das Haus, das Thomas Gottschalk zu dem gemacht hat, was er heute ist. Die allenfalls dann aufmacht, ist Sophia, die immer noch dafür sorgt, dass das Haus so aussieht, als wäre Mama nur einmal kurz einkaufen. Das stimmt. Hier geht's rein und ich meine, die Tapete ist doch toll, oder? Ich meine, wer so groß wird in seiner Kindheit, der trägt das später auch als Sakko. Das glaube ich auch. Ja? Hier geht's rein? Ja, das ist die Diele. Ja. Mit der Lampe, die zu tief hängt, das schlagen sich die Gottschalk immer ihre Köpfe. Vorsicht wie den Kameramann. Darf man auch nicht höher hängen? Nee, muss alles so bleiben, das bleibt alles. Da kommt nichts weg und wird nichts verändert. Toll. Und überall hier hängt der Tommy. Ja, ja, das ist ein kleiner Sonderroman. Der schaut auf den großen Papa. Sagst du Tommy oder Thomas? Thomas. Ich sage, also für mich ist Thomas. Ja. Und wie oft ist er denn nochmal hier in seinem Elternhaus? Oft, immer öfter, ein paar Mal im Jahr. Ja? Thomas und die Geschwister genauso. Schöner Ofen. Ja, an dem Ofen hat der Thomas sich immer gewärmt, wenn er zur Abitur gelernt hat. Das hat er immer erzählt. Der bleibt. Auch wenn er kaputt ist, der wird nicht entsorgt. An dem hängt er. Heißen Arsch geholt zum ja, Abi. Ja, genau. Und ich meine, das hat natürlich auch schon so einen Hauch von Wetten, dass, oder? Ja. Nimm Platz. Ist, also normalerweise Tom Hanks, Tina Turner. Wenn er hier so mit dir sitzt, also wir können ihn ja auch dazu holen. Ja. Moderiert er dann auch? Immer.
Also der Thomas ist so, also wenn jemand mich fragt, ja, du kennst den Thomas, wie ist denn so? Da kann ich wirklich sagen, er ist so, wie wir alle von Fernsehen auch kennen. Was heißt das, wenn ihr zusammen esst? Ja, ja, wenn wir gemeinsam essen, wenn ich was gekocht habe oder ist bei uns zu Besuch, dann moderiert er den ganzen Abend. Also der unterhält uns, ich habe schon mal zu Tränen geweint, wenn er seine Geschichte erzählt und er erzählt mit den Händen und Füßen und es wird gelacht und es ist immer lustig. Das sind Bilder von der Einschulung. Da sehen wir auch schon den Klamottenstil. Die Frau Gottschalk hat auch großen Wert darauf gelegt, dass die Kinder anständig angezogen sind. Die war nachher sehr enttäuscht. Ja, genau. Warum war ihr das nicht gelungen? Stilbruch. Das war ein großer Stilbruch. Das hat sie schon darunter gelitten. Aber das ist der Mama-Stil. Da hat sie ihn noch angezogen. Ja. Hängt hier noch was? Ja, einiges habe ich aufgehoben. Was ist hier drin im Schrank, ja, Sophia? Da habe ich ja keine Überraschung. Ist mal hier. Das ist die erste Schultafel von Thomas. Sein erstes iPad. Ja. Toll. Und die Jacke? Die Jacke, das hat der Thomas auch bei uns einmal gelassen. Die ist sehr schön. Da mussten Sie mal probieren, ob sie reinpasst. Ja, mit Sicherheit. Ja, das echt Leder, echt Gottschalk, sehr schwer. Super. Oh, toll. Und damit ist er dann so zum Bäcker immer hier. Servus, ich hätte gern 10 Semmeln. Ja, ich glaube, das hat er ja in München getragen. Boah, das und hat... gibt er sowas dann auch weiter? Ja, doch. Ich habe den Thomas mal gefragt. Thomas, du hast so schöne Klamotten. Wenn du mal was übrig hast, bring für meinen Christoph. Und für ihren Sohn? Ja. Und er hat mal Sachen gebracht, das konnte aber kein Mensch tragen. Also der Thomas war das, hat sich entschuldigt. Dass sowas kann er nur den Thomas tragen. Immer Würstchen im Kühlschrank, das ist wichtig für Thomas? Ja, der Thomas ist eher unkompliziert. Also heiße Würstchen einfach, das hat die Mutti schon die Tradition eingeführt. Und das haben wir beibehalten. Das heißt, Götz und Christine, wenn Thomas Gottschalk einzieht in die WG, macht Platz im Kleiderschrank für solche Sachen und legt ein paar Würstchen in den Kühlschrank. Machen wir. Thomas, wir lassen dir welche übrig. Unser Freund, Kollege, fabulöser Außenreporter Thomas Schorn. Im Elternhaus des unvergleichlichen Thomas Gottschalk. Mit einer bezaubernden Kustodin, Sophie. Ja, ja. Warum ist dir wichtig, dass alles so bleibt, wie es war? Och, das lohnt sich nicht mehr, was zu ändern. Also ich habe tatsächlich natürlich dieses Elternhaus ja 72 verlassen. Mhm. Bin aber immer wieder heimgekommen und meine Mutter hat ja noch relativ lange gelebt. Und irgendwo, was soll ich da jetzt, soll ich rumrenovieren? Ich will ja da auch nicht hinziehen. Und wenn ich da komme, ist das schon immer so eine Art von Rückflug in die Vergangenheit. Mhm. Aber das tut mir einmal ganz gut. Und ich sitze da, wo ich halt mit 17 meine Haferflocken gegessen habe, bevor ich in die Schule gegangen bin, an diesem Ofen tatsächlich. Habe ich mich immer so gewärmt, das war ein elektrisch, der wurde nie richtig heiß. Nein. Und diese Treppen, wo der runterlief, die habe ich jeden Freitag gefegt. Also das war einfach mein Job mit so einem Besen da. Ja, schön, wenn man seinen Platz in der Gesellschaft gefunden hat. Absolut. Ich habe als Straßenfeger. Ich verstehe das, wenn man nach Weimar fährt, dann fängt das Goethehaus, das Listhaus, in Erfurt gibt es das Schillerhaus, überall kann man sehen, wo also diese großen Zeitgenossen einer anderen Zeit residiert, gelebt sind, ja, und entsprungen gewirkt haben. Und wahrscheinlich denkst du dir eigentlich den eigentlichen Effekt erst für das nächste Jahrhundert. Ich glaube nicht, dass mein Ruhm dieses Jahrhundert überstehen wird. Das letzte hat es gerade noch so überstanden, aber so in den nächsten paar Jahren wird sich das, glaube ich, erledigen. Da kommen die Lochis und so Leute dann. Einen schönen Satz von dir, wenn du in der Weltgeschichte rumfliegst und nicht mehr so weißt, wo bin ich oder wo komme ich her, dann denkst du an das Kulmbacher Freibad. Und dann kannst du dich wunderbar zurückbeamen in weiß ich nicht, in die Vergangenheit, in die Wirklichkeit. Was ist da so? Ich war so schon schön? Immer so. Also ich will jetzt nicht so aussehen, als würde ich so mit zunehmendem Alter in der Kinderseligkeit versinken. Sondern ich habe das immer gehabt. Mein ganzes Leben lang habe ich dieses Kulmbach irgendwie mit mir rumgetragen. Es war mir auch immer wichtig, dass ich Unterhaltung für Menschen gemacht habe, die ich begreife und die mich begreifen. Und die Kulmbacher waren für mich dieser Lackmustest, wenn ich da kam. Domi, grüß dich. Und der Kulmbacher ist ja relativ unwirsch in seiner Art. Der Oberfranke im Allgemeinen. Also ich werde nie vergessen, bei der Abiturfeier 71, ich war dann schon halber Welsch da, steht dann einer auf und sagt, ja, da ist ja hier der Gottschalk, sag mal, für die hört man ja gar nichts mehr. Also das ist die Sicht des Kulmbachers auf die Welt und das hat mich immer wieder eingenordet. Aber ich kann dir versichern, das geht nicht nur dir so. Also, gerade dieses
Also dazu muss man gar nicht, sagen wir mal, alt und nostalgisch sein, sondern es passiert immer wieder, dass bestimmte... Hast du gerade gesagt, dazu muss man gar nicht alt sein? Und nostalgisch sein. Aber alt war vorne. Ja, alt ist alles, was über 35 ist. Also bei andererseits 60 das neue 40 ist, wie ich unlängst gelernt habe. Aber man kann tatsächlich durch bestimmte Aromata, durch bestimmte Liederfetzen, durch einen Geschmack oder etwas, was man lange nicht mehr hatte, eine ganze Welt zurückerobern für zwei Minuten. Ja. Und das ist eben das Rauschen dieses Wehres dort am Schwimmbad und dieser Chlorgeruch gemischt so ein bisschen mit Nivea-Creme und dieses Plumpsen. Gibt es natürlich andere Cremes. Ja, damals gab es nur eine. Gab da Satina. Ja, Penaten gab es damals. Ja, genau. Sag mal, da hinten ist irgendeine Attacke, das ist okay. Das hat mit dir nichts zu tun. Okay, ich dachte, singt gleich. Nein, aber da du gerade davon sprichst, jetzt wird es Zeit für das Legendäre, und das machen wir auch am letzten Abend, Zimmerfrei! Das Zimmerfrei! Das Zimmerfrei! Bilderrätsel! Danke! Das Zimmerfrei Bilderrätsel ist ein lebendes Bild, das wir unserem Gast präsentieren. Und es stellt einen Begriff dar, den es zu erraten gilt. Ich habe bei keiner Sendung, die ich gesehen habe, das Bilderrätsel gelöst. Ich löse es doch nicht mal, wenn ich unten die Einblendung sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, auf geht's! Okay. Das war echt schwer, finde ich. Um das mal ein bisschen. Oh. Ja, da kann ich wohl nur sagen. Ja, das eine erinnert mich an diesen skandinavischen Maler Edvard Munch, der Schrei. Und bei den anderen bin ich mir, war das nicht dieses von diesem Da Vinci? Das eine, nicht wahr? Da würde ich mich jetzt sogar festlegen wollen. Oder ich guck nur. Aha! Das ist ja jetzt was ganz. Das ist auf jeden Fall ein geschichtliches Motiv, ein historisches. Ich glaube, es hat was mit Frankreich. So, können Sie da vielleicht weiterhelfen? Frankreich ist, glaube ich, richtig, mehr weiß ich ja, auch nicht. Ja, das war ein historisches. Sturm auf die Bastille. Ehrlich? Ah, das ist ja, was du alles weißt. Ja, habe ich einen Zettel hier. Da. Das ist schwierig. Ja. Aber hier, das ist ein Ölgemälde. Da ist ein Rahmen drauf gemalt und dann sind dann so Engel, die sich auf dem Rahmen abstürzen. Ich wäre von selbst nicht drauf gekommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Puccini, Bocelli, oder ist das? Nee, das ist ein Sänger. Bocelli, Andrea. Ah, genau. Und das ist in einer Kirche ein Bild an der Wand oder an der Decke. Ich weiß es nicht mehr genau. Was ist das Lösungswort dieses Bilderrätsels? Da Vinci Code. Na, auch sehr schön. Ja. Also beschreib uns, was du gesehen hast. Ich habe Menschen gesehen, die sich zu einer wirren Beschreibung zu Bildern geformt haben. Berühmte Bilder, ja. Und du hast einen Mann gesehen. Was ist mit diesem Mann hier, der zu uns gesprochen hat? Wusste er Bescheid? Nicht so richtig, oder? Nein, ein Narr, ein Narrbilder. All diese Gemälde und Fotos, die wir gesehen haben, berühmte Fotos waren ja auch dabei, könnte man zusammenfassen unter einem Oberbegriff? Gemälde. Kunst. Kunst, ja. Bilden, Kunst, Bilder. Bilder, sehr schön. Ja. Bilder, und der Mann war uns ein Rätsel, Bilderrätsel. Bilder! Ich möchte Sie, bevor ich Thomas Gottschalk ehre für diese fantastische Rateleistung, möchte ich Sie mit diesem Mann bekannt machen. Er ist der längstdienende großartige Schauspieler, unserem Zimmerfrei Schauspieler, der Mann mit der 1 Milliarde Gesichter, Tommaso Tessitore. Danke. Und für dich, Thomas, für diese nahezu ohne Hilfe Gewährleistung gibst du für dich den Zimmerfrei Fanschall für Thomas Gottschalk, meine Damen und Herren. Endlich. Das ist... Thomas, ich würde dir gerne ein Zimmer zeigen. Also wir gehen nicht hoch, wir bleiben mal auf ebener Erde. Ich bewege mich inzwischen auf einer Ebene, und zwar auf der unteren. Alles klar. Mit mir zusammen. Ja, da haben sich ja die beiden Richtigen gefunden. Die beiden Richtigen, ach, guck mal. Der Traum von Thomas Gottschalk, eine Zigarre in Havanna rauchen. Das habe ich nicht geschafft. Ich meine, ich habe schon Angst, dass mir Havanna jetzt wegbricht und amerikanisch wird. Ja, jetzt sind alle Touristen. Und ja, wir können eine rauchen, wenn du willst. Wollen wir? Na, also heute noch rauchen, das macht ja keinen guten Eindruck. Andererseits, politisch korrekt war diese Sendung nie. Du rauchst Zigarren? Ja, klar. Das ist schön. Guck mal. Dann, das ist aber eine komische Ding. Was habt ihr hier für ein Teil? Das ist ja noch Adenauer. Nee. Dann nehmen wir mal die hier. Die geht nicht, du wirst dich wundern. Ist das ja ein White Russian oder was? Ich weiß es nicht. Doch, den habe ich nicht. Irgendwas ist hier. Jetzt guck mal. Du musst. So, nein, das ist alles Quatsch, was ihr da habt. Guck mal, das geht überhaupt nicht. Damit kannst du Bratwürste schneiden. Komm, dann brauchen wir eine Zucker. Dann brauchen wir eine zusammen. Komm her. Jetzt habe ich die hier eingeweicht. Moment.
Die Zeiten sind vorbei, wo Frauen den Herrn Zug Feuer gereicht haben. Ach, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich wollte dir helfen. Was ich das noch erleben soll. Zigarren im Fernsehen rauchen. Du sabberst sie aber nicht so an, ne? Nee, du hast die ja schon eingeweicht gehabt. Das ist wie ein Kuss, ein Verschämter. Weißt du, das, zu meinen Zeiten gab es auch eine Liesel Westermann. Ja. Also, war die Kugelstoßerin oder? Diskuswerferin. Diskuswerferin, gell? Ich wusste, es war ein Gewaltsport. Zu deinen Zeiten, das sind deine Zeiten, sind auch meine Zeiten. Ja, wirklich. Was, wenn du an Havanna, ich mach mal ein bisschen das Nasse weg. Das ist nicht nass. Wenn du an Havanna denkst und Gottschalk in Havanna mit Zigarre, welche Bilder hast du im Kopf? Havanna ist ja, man hat ja so diese Vorstellung von diesen alten Autos, von diesen amerikanischen 50er-Jahre-Modellen, von Musik, von so ein bisschen Tango-Feeling, Bonavista Social Club, also diese Art von Musik. Das sind ja die Klischees. Warum? Ja, ich habe ja nur Klischees im Kopf. Das meine ich doch gar nicht. Kuba ist doch Klischee. Fidel Castro ist ja der einzige Politiker, der mich überlebt hat. Ich meine, das ist die Queen und Fidel Castro. Mit denen bin ich geboren und die sind immer noch unterwegs. Das hilft. Aber ich dachte, dass du so ein bisschen so, dass es so ein Ausdruck auch ist, ein Symbol für so ein stilles Glück, eine stille Zufriedenheit. Dazu sind, Ich glaube, so richtig zufrieden und glücklich sind die da nicht. Also, cheers. Ist das ein White Russian hier? Ich habe keine Ahnung. Das ist Great Lebowski. Wenn wir bei Havanna nicht weiterkommen, möchte ich es mit deiner Mutter versuchen. Das ist ungefähr das Gleiche. Deine Mutter hat sich immer so, also behaupte ich mal, hat sich immer so ein bisschen gewünscht, dass dich der Ernst des Lebens mal am Kragen packt. Was hat sie denn mit dem Ernst des Lebens gemeint? Warum wollte sie das? Ja, meine Mutter hat immer geglaubt, und ich habe ihr teilweise natürlich auch versucht zu folgen, dass ich irgendwann normal werde. Also ich habe ja ihr versprochen, dass ich Studienrat werde. Ich habe Deutsch und Geschichte studiert und habe dann im Radio angefangen und war DJ. Das fand die zwar ganz lustig, aber irgendwann hat sie gedacht, wird der ja normal werden. Dann bin ich immer mit Klamotten rumgelaufen, wo die auch gesagt hat, also wann fängt er mal an, normale Sachen anzuziehen? Und ich habe den Zeitpunkt verpasst. Ich habe auch überlegt, natürlich sogar, um ihr auch, sagen wir mal, wirklich einen Wunsch zu erfüllen, in Journalist zu werden, um dann die Kulmbacher Zeitung zu übernehmen, die längst pleite gegangen ist. Das war ja alles nicht absehbar. Damals warst du als Chefredakteur der Bayerischen Rundschau, hast du im Grunde das ganze Gebiet im Griff gehabt. Das waren so die Berufswünsche, die man in den 60ern gehabt hat. Du hast gesagt, das Leben hat ja hin und wieder mal eine Ohrfeige verpasst. Aber du hast dich kurz geschüttelt und hast so getan, als hätte es nicht wehgetan. Ich habe natürlich auch keinen Grund gehabt, wirklich zu klagen. Ich habe ja immer die leichte Seite des Lebens auch für mich in Anspruch genommen. Radio damals in den 70ern, es gab kein Formatradio. Ich bin mit einem Stapel Platten in die Sendung gegangen und habe gespielt, was ich wollte. Ich habe erzählt, was ich wollte. Ich war dermaßen frei, auch im Fernsehen. Es gab keine Castings. Ich habe mich dahingestellt, habe gesagt, ach ja, so müsste man das machen. Und dann haben sie gesagt, gut, dann mach das so. Also diese Zeit, dieses Fenster gehabt zu haben, weil sowas noch möglich war, das ist genial gewesen. Und deswegen wäre es höchst undankbar gewesen, wenn ich irgendwann geklagt hätte. Andererseits, es war nicht immer alles leicht. Also wie gesagt, mein Vater war gestorben, da war ich noch relativ klein. Meine Mutter hat mit 3 Kindern, wir haben keine Kohle gehabt. Das habe ich in dem Buch auch geschrieben, Klamotten aus der Kleidersammlung getragen. Deswegen räche ich mich heute natürlich. Also grundsätzlich ist nicht alles leicht gewesen für mich, aber ich habe alles leicht genommen. Deine Mutter hat dich nach jeder Sendung angerufen, also nach jeder Wetten-Das-Sendung. Was war höchstes Lob? Höchstes Lob gab es selten. Meistens als erstes die Frage, sag mal, wer war denn der Idiot? Also sie kannte immer irgendjemanden nicht, der da auf dieser Bank saß und wollte ihn auch nicht kennenlernen. Und dann natürlich die Klage vieler zu dieser Zeit, muss es denn immer Englisch sein? Ja. Es gibt so viele deutsche Künstler. Und da musste ich mich immer entschuldigen, sagen, Mutti, das beim nächsten Mal. Aber sie hatte so dieses Zuschauer-Feeling. Also für mich war es immer wichtig, dass man sich nicht hinterher mit irgendwelchen Redakteuren im Arm gelegen hat, die sowieso alles toll finden mussten, sondern immer dieser Anruf von zu Hause, der hat mich dann immer wieder runtergekühlt. Ist nicht schlecht hier. Nicht schlecht, ja. Guck mal, also das ist die letzte... Kann ich nochmal? Entschuldigung, ich habe das ganz vergessen, aber dass man hier... Das wird wieder was mit den Gebührengeldern geben. Da die rauchen hier Cohiba. Du rauchst ja gar nicht, du. Ich bin nicht Raucher. Ach so, dafür ist es okay. Gut. Wie wäre das, wenn du deiner Mutter noch mal begegnen könntest?
Also sie würde mir sicher was sagen, bevor ich anfange zu reden. Ich würde sagen, Thomas, also wann wirst du endlich normal? Aber sie wäre doch unheimlich stolz, glaubst du nicht? Die war immer stolz. Die war immer stolz auf mich. Hat das aber allen anderen erzählt, nur mir nicht. Und ich würde sie natürlich schon gewisse Dinge fragen, die mir heute erst klar werden. Ich meine, die war ja eigentlich lustig. Also sie hatte nicht so die wie ich, so diesen schnellen Zack-Zack-Humor, sondern sie hatte so eine gewisse Lebensweisheit, hat die Dinge auch leichter genommen, sonst hätte sie es gar nicht geschafft. Und ich habe ihr nie gesagt, was ich eigentlich für einen Respekt vor ihr habe und wie dankbar ich ihr sein musste, dass sie das geschafft hat, dass wir alle drei irgendwie halbwegs normal geworden sind. Und dafür müsste ich ihr eigentlich noch mal wirklich danken, was ich in der Form nie getan habe. Du bist ein sehr gläubiger Mensch. Glaubst du, wenn du in den Himmel kommst, dass du deine Mutter wieder siehst? Die müsste ich ja schon wissen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich klammere mich in der Mangelung einer besseren Lebensphilosophie an die Tatsache, dass es irgendwie schon weitergeht, weil es für mich immer irgendwie weitergegangen ist. Und wenn es nicht weitergeht, dann ist, sagen wir mal, ein Leben nach den Grundsätzen, wie ich sie für richtig halte, zumindest kein verpfuschtes gewesen. Thomas, vielen Dank. Muss ich die Zigarre jetzt abgeben? Nee. Ich habe die Ente schon kalt werden lassen jetzt. Nee, nimm die Zigarre mit. Wir nehmen das hier. Okay. Kommt jetzt zu mir, beiden. Während ihr beiden euch über wirklich schöne Dinge unterhalten habt, habe ich mit meiner eigenen Händearbeit eine kleine Versuchsordnung aufgebaut. Aber ich möchte doch vorher kurz noch ein Wort zum Thema des Spiels sagen, das wir gleich zu bewältigen haben. Denn Thomas, du hast gesagt, wenn du etwas auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, es wären die gesammelten Werke der Beatles. Zum Beispiel. Das scheint für dich was ganz Besonderes zu sein. Ja, das ist auch so. Ich habe also heute gerade wieder so gehört, da gab es so eine Sammlung, wo Country Stars Beatles Songs singen. Also wenn du Johnny Cash hörst mit My Life, das ist toll. Also die Sachen funktionieren nach wie vor noch, finde ich. Das ist nichts War da auch meine Version von Things We Said Today drauf? Ich glaube nicht. Things We Said Today. Ist auch schon alt. Thomas, was wir jetzt vorhaben, ist etwas ganz Besonderes. Wir alle lieben natürlich die Beatles. Jeder liebt die Beatles. Und wir haben uns gedacht, das wäre doch mal schön. Sag bloß, Paul McCartney kommt. Nein. Nein, wir wollten nur richtig teure Stars für die letzte Show. Naja. Wir haben uns gedacht, wie wäre es, wenn wir abwechselnd einfach Lieder der Beatles singen? Berühmte Lieder der Beatles, aber mit Texten von anderen Liedern der Beatles. Denn gerade bei Beatles-Songs geht das unheimlich gut. Ja. Und dazu brauchst du die richtige Band. Und hier ist sie, unser legendäres Zimmerfrei-Kurorchester! Ja. Oh. Wir brauchen dazu jemanden, der das Heft des Handelns in der Hand hält, Musikspezialistin ist, mit einer ungeheuren Intelligenz ausgerichtet und auch noch super aussieht. Hier ist unsere entzückende Assistentin Nina! Christine, für dich Hey Jude mit dem Text von Lucy in the Sky with Diamonds. Ah, ist toll, braucht kein Mensch, aber ist toll. Ja, jeder braucht es. Picture yourself. Was sing ich? In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. Und jetzt alle! Na, 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 na. Hey, Christine! Hey, Christine! Na, 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 na. Hey, Christine! Das war's. Ich weiß nicht, was kommt. Herr Gottschalk, Sie singen Let It Be. Sag Thomas, wir können doch nicht Beatles-Lieder singen und okay, und Thomas. Let It Be mit dem Text von A Hard Day's Night. Ja. Das ist ganz einfach. Pass auf, ich helfe ein bisschen. It's been a hard day's night.
And I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right, feel all right. Herrlich, großartig, fantastisch, Thomas Gottschalk. Aber wer kommt denn auf solche Ideen? Ich glaube, das war meine Idee. Ich weiß es nicht so genau. Götz, was machen wir jetzt? I want to hold your hand. Ja? Mit dem Text? Yesterday. Okay, Jungs. Oh yeah, yesterday, all my troubles, they seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Dieser Mann stand heute früh um 5 Uhr hier in diesem Studio und hat heimlich geprobt. Nein, das verdanken wir nur dem Zimmerfrei-Tour-Orchester. Und der entzückenden Nina. Ja, jetzt ist er fertig. Ja, vielleicht regeneriere ich noch ein bisschen. Ich bin von Natur aus faul, hast du gesagt. Hab ich gesagt, ich bin auch von Natur aus faul. Woran merkt man aus. Das denn? Ach, soll ich dir nochmal Feuer geben? Nee. Wegen diesem Scheiß habe ich diese schöne Zigarre ausgehen lassen. Ja, das kommt hat meiner Feuer. Er war sowieso der Beste hier. Ja, ist er aber immer. Ist auch wichtig. Ist immer der Beste. Ist ein Streber, jetzt ist er weg. Der braucht sowas, oder? Nee, aber es ist ihm total wichtig, dass er Nummer 1 ist. Die Nummer 1, den lassen wir ihn auch. Ja, lassen wir ihn. Bei allen, okay. Allen Spielern. Geben wir ihm das Gefühl. Was los? Sie hat gerade gesagt, dass du ein prima Kollege bist und dass du auch einstecken kannst. Ja, das stimmt. Ja. Du wolltest besser Streichel einstecken. So. Nein, ich habe bestellt. Hast bestellt, ach so. Wir delegieren hier beim WDR. Verstehe. Kannst du auch noch mal ein Champagner bestellen? Ja, der steht aber auf Gottschalks Seite. Du musst mal Thomas bestellen. Dann würde ich den nehmen. Also Champagner nennen die das hier, das ist Joko und Klaas oder was? Nein, das sind Christine und Götz, du Heini. Ich habe die Brille nicht auf. Jockel und Klaus, nein, das sind wir. Macht's euch gemütlich, wenn ihr umfallt, mache ich alleine weiter. Und dann werden solche Spiele aber gestrichen. Ja, nein, dann geht's erst richtig los. So Beatles mit Stones Texten wäre noch gegangen. Das aber machen wir nächste Woche. Ja, jetzt. Nein, es gibt gar keine. Ja. Doch, es gibt die große zimmerfreie Abschiedssendung nächste Woche. Eine Mördergala mit dem WDR-Funkhausorchester, mit dem WDR-Rundfunkchor, mit sehr, sehr vielen Gästen. Mit dem WDR-Kinderchor? WDR-Kinderchor wurde leider abgeschafft, aber. In den 60ern schon. Die Kinder, die wollen jetzt alle mit den Fußballspielern immer aufs Feld gehen vorher. Zeigst du bei Kinderchor auf mich? Das habe ich nicht ganz verstanden. Okay. Irgendwo musst du also, ja jetzt. Also, wie war das mit dem Fall? Bist du faul? Ich war so schlecht in Mathe. Also ich meine, ich habe in vielen Fächern versagt. Aber in Mathematik habe ich das ganze Schulzeit nie gewusst, worum es geht. Nie. Ich weiß nicht. Ich habe mich total verweigert. Ich habe keine einzige bessere Arbeit als 4 geschrieben. Ich habe keine einzige bessere Arbeit als 5 geschrieben. Was hast du im Abi gehabt? In Mathe habe ich 6 gehabt. Ich auch. Ich habe eine 5. Da war ich besser als ihr. In Mathe habe ich 6 gehabt. Ich habe alles mit einer Einzelreligion wieder rausgehauen. Warst du irgendwo anders gut? Nee, richtig gut war ich nirgend. Also in Deutsch habe ich natürlich, ich habe durch Moderation viel wettgemacht. Ich war unterhaltsam. Genau, mündliche Prüfungen waren immer besser als schriftliche, weil man sich rein und raus quatschen konnte. Richtig, genau. Irgendein Lehrer hat was Tolles über dich, ich krieg's leider nicht zusammen, der hat gesagt, es ist relativ viel Lehrer, aber diese Lehrer überdeckst du genial. Ja, das war Pschibillok. Der hat gesagt, Der Pschibiller Oberschlesier. Der Sohn von dem alten Pschibiller. Gottschalk, Sie sind wie ein Wanderer im dunklen Walde. Sie tasten immer, ist da was oder ist da nichts? Und meistens ist da nichts. Das war der eine. Sehr gut. Und der Deutschlehrer hat gesagt, Sie verstehen es großartig, weitgehende gedankliche Lehre durch sprachlich hohes Niveau zu überdecken. Genau. Ja. Ja, und das reicht eigentlich fürs Leben. Das haben wir 20 Jahre so ausprobiert. Eben. Ja. Wieso hast du dich dann getraut, ein Buch zu schreiben? Ja, da hatte ich schon genug erlebt, um das beschreiben zu können. Es hat ja Spaß gemacht, dieses Schreiben.
Und ich habe eben auch mir gedacht, ich muss ja irgendwann mal, also jenseits der 60, zeigen, dass ich nicht nur Sätze zusammenbasteln kann, die ja dann wie Seifenblasen sofort zerplatzen, sondern bei so einem Buch, da weißt du ja auch, das kann im schlimmsten Fall auch in 5 Jahren dir noch um die Ohren fliegen. Und da habe ich zum ersten Mal auch 2-mal überlegt, was ich schreibe und habe es teilweise auch wieder dann ausgestrichen. Das Erstaunliche ist ja, dir ist gar nichts um die Ohren geflogen, oder? Nee, weil es ging ja auch, guck mal, ich habe doch, also wenn ich ehrlich bin, ist meine Lebensgeschichte oder meine Fernsehgeschichte die Geschichte von Wetten, dass? Das bedeutet, da kamen... Die Jahre vorher, Radio und gut. RTL hast du Radio gemacht. Und du hast völlig recht. Ich mache mich ganz umsonst klein. Ja. Also, fangen wir doch mal dann richtig. Das hast du doch weiß Gott nicht. Da hast du völlig recht. Jetzt sollte ich endlich mal sagen, was Sache ist. Ich war eigentlich immer ein Genie. Ja. Also, ich habe im Radio angefangen, aber diese Leichtigkeit, da mit einem Stapel Platten hinzugehen und zu sagen, irgendwas wird mir schon einfallen. Ich habe mir ja vorher keine Moderation aufgeschrieben. Mhm. Die Musik hat mich so angemacht und irgendwas war immer los und irgendwas habe ich immer erzählt. Und das war im Fernsehen nachher genauso. Und wem nichts einfällt, wenn Madonna reinkommt oder wenn irgendein Mensch sagt, es gelingt mir jetzt also durch das Zucken von Brustmuskeln verschiedene Songs zu erkennen, ja, da muss man also schon... Wem dazu nichts einfällt, der hat den Job nicht verdient. Das finde ich auch. Ja. Und ich hatte ihn verdient. Ja, ich habe auch gut dabei verdient. Ist wahr? Also ja, zumindest kann ich mir eine Lederjacke leisten. Du hast immer noch deinen Konfirmationsanzug an. Ja. Das stimmt, weil ich auf meine Mutter gehört habe. Ja. Jetzt kommt jemand, Thomas. Du hast ja immer kein Feuer. Ich gebe die Zigarre auf. Das kann doch nicht wahr sein. Der WDR hat Milliarden von Gebührenzahlern. Wir kriegen kein Feuer für die Fluppe von Thomas Gottschalk. Ich glaube, der Redakteur hat gesagt, ich will die Briefe nicht beantworten. Der Redakteur hat das Rauchen aufgegeben wahrscheinlich. Ja. Also komm, jetzt mach weiter. Okay. Vergiss mal. Unser Kollege Thorsten Schorn. Ich spiele immer so provozierend damit rum. Vielleicht gibt es dann doch noch. Pass auf, wie hält man die denn fest? Die ist nass vorne. Der hat Christine schon im Mund gehabt. Ist wahr? Ja. Oh, jetzt Näher wirst du einem Kuss von Christine nie kommen. Doch, wir haben schon... Echt? Wir haben während einer Live-Sendung von Zimmerfrei ein Stück Schokolade von ihrem Mund in meinen transportiert. Wir haben auch schon einen Zungenkuss auf den Kopf gemacht. Ja, in der Live-Sendung. Auf deinen Kopf? Auf Christine. Nee, ich habe noch einen Kopf. Pass auf, wir machen das noch mal vor. Mach mit mir, mach mit... Achso. Mach mit ihm. Ja, bist du wahnsinnig. Boah, mit Zunge. Ja, ich hab doch gesagt, mit Zunge. Angekündigt. Jetzt tut er nicht so erschrocken, das machen wir doch jeden Tag. Ja, der kann auch nur so küssen, der weiß gar nicht, dass es anders geht. Nee, anders kann sofort es nicht. Sofort den Leguan sein. Machen. Das immer ist mein, ja, natürlich. So, apropos Leguan. Das Ding ist ja furchtbar. Barbara Schöneberger hat Thorsten Schorn getroffen und hat wirklich ganz viele schöne Komplimente über dich gemacht, aber erst am Ende. Sehr viele in kurzer Zeit. Das kann sie. Ja. Das ist das, was die beim Fernsehen Warm-up nennen. Und hier ist die Frau, dessen Redefluss noch ungebremster ist als der von Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger. Hallo. Du erlebst ja Thomas Gottschalk regelmäßig, bevor es rausgeht auf die Bühne. Was macht das mit ihm? Ja, der ist ein Zirkuspferd. Mich hat das immer interessiert, als ich die ersten Male bei Wetten, dass war. Da habe ich immer ihn beobachtet, wie er sich verhält hinter der Bühne, bevor es losgeht. Und da siehst du, das ist eine Anspannung, das ist auch Adrenalin, aber halt nichts was Leben, sondern der will dann raus. Dann merkst du, dann nimmt er dieses Bad in der Menge und er weiß, dass sie ihn lieben. Und sie lieben ihn ja auch. Und das ist eben das gute Gefühl, dass du erstens weißt, sie lieben ihn. Und das gibt ihm ja eine unglaubliche Kraft. Und dass er aber auch weiß, er muss in diesen ersten 2 Minuten performen. Und das kriegt er ja auch immer hin. Liebt er die Menschen auch oder will er seine Ruhe haben? Nein, der liebt die Menschen. Er sagt ja, er moderiert sich durch sein ganzes Leben. Das ist keiner, der den Knopf ausschaltet und dann zum stillen Denker wird. Also er sagt ja, er moderiert sich ja auch zu Hause irgendwie durchs Leben. Und das nimmt man ihm eben auch voll ab. Ich glaube, nur Menschen, die wie Thomas Gottschalk voll und ganz authentisch sind, können eine solche Bühnenpräsenz haben und können so sein. Und dass das jetzt alles immer weniger wird für ihn? Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch der Gang der Zeit, den er auch antizipiert hat. Also ich glaube, dass Thomas Gottschalk sehr genau weiß, was er tut und wann er es tut und wann er es eben auch nicht mehr tut. Ja, aber du kennst ihn. Wird ihm das fehlen? Ja, aber ich glaube, dass der eben jetzt auch andere Sachen in seinem Leben hat. Der gehört ja zu den glücklichen Menschen. Der hat eine sehr glückliche Familie. Der hat Enkelkinder, er hat Kinder, er hat eine Frau. Da ist ja noch alles in Ordnung. Der geht nicht in die totale Leere. Es gibt ja viele, die scheiden aus dem Fernsehen aus und dann wartet zu Hause irgendwie das Penthouse und der Porsche und dann weiß man nicht so genau, wie man die Zeit füllen soll. Bisschen Milch. Ein bisschen Milch? Welche Milch? Ich auch. Bist du schon mal mit Thomas Gottschalk versackt?
Ja, wir zeichnen ja immer die zwei auf und es ist tatsächlich immer wahnsinnig spät zu Ende. Und dann ist der schönste Part für mich der Sendung. Dann kommen Günther Jauch und Thomas Gottschalk, wenn es richtig gut läuft, danach zu mir in die Garderobe zusammen mit dem Regisseur. Und dann erzählen wir Geschichten aus dem Krieg, also zwei von uns. Sie sehen ja auch gerade, was das für eine Glitzerwelt ist hier beim Fernsehen. Ja, ja, Glamour pur. Ja. Ich weiß noch, ich war einmal in Mallorca bei Wetten, dass, in dieser Mallorca-Show. Und da war ich im Hotelflur unterwegs und da kam er mir mit dem Bademantel entgegen und hat gesagt, ach gut, dass ich dich treffe. Komm, ich erzähle dir mal kurz, was ich heute Abend mit dir vorhabe. Und eine Minute später fand ich mich mit Thomas Gottschalk wieder, der in einem Bademantel mit überschlagenen Beinen und Frottischuhen bei mir auf dem Bett saß und mir erklärte, was er abends vorhat. Und ich dachte mir, ich fasse es nicht, Thomas Gottschalk sitzt vor mir und ich kann es bis heute eigentlich nicht fassen. Weil er ist für mich ein solcher Star, der mich auch in meiner Kindheit schon so beeinflusst und geprägt hat, dass... Du bist auch mit ihm groß geworden. Ja, das sagt man ungern, weil jetzt habe ich nicht mehr das Gefühl, dass er so viel älter ist als ich. Er hasst das, wenn man das sagt. Nein, oder? Weil der ist ja auch, was ich jetzt mal sagen muss, und es ist wirklich so, als ich ihn dann das erste Mal so face-to-face gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass er ein richtig guter Mann ist, weißt du? Früher war er einfach nur der Thomas Gottschalk aus dem Fernsehen. Aber wenn man ihn persönlich trifft, dann merkt man, der ist richtig attraktiv. Der ist groß, der ist stark, der ist gut gekleidet. Der ist, der macht was her, so, weißt du? Barbara Schöneberger über Thomas Gottschalk. Das Mikrofon schenke ich dir. Das war, danke. Das war mein letzter Einspieler für Zimmerfrei. Oh nein, ist das schrecklich. Ich habe verstanden. Letzte Sendung. Ja. Götz, Christine und Thomas Gottschalk. Das ist die WG, die für immer Bestand haben. Das kann jetzt im Prinzip so bleiben nach 20 Jahren. Da kommen wir doch mal zu Besuch. Wenn du meinst, das ist ein bisschen verwohnt da, aber in der Tat. Also, Thomas, ich warte auf dich. Auf Mallorca, im Bademantel. Ich muss weg. Das war heute mal der großartige Thorsten Schorn mit seinem letzten Einspieler für Zimmerfrei. Wir sprechen mit Barbara Schöneberger, eine alte Freundin von Zimmerfrei. Zweimal war sie da, das ist nur Thomas Gottschalk. Thomas hat was Schönes über das Alter gesagt. Das Alter holt dich langsam ein, es ist noch nicht da. Wie viel Vorsprung, schätzt du, hast du noch? Versuche immer schneller zu laufen, aber es ist natürlich auch eine Frage der Mathematik. So viel rechnen kann ich schon, dass der Blick nach hinten länger ist als der nach vorne. Deswegen gucke ich auch lieber in den Rückspiegel als nach vorne. Mhm. Aber einiges kommt noch auf mich zu. Das Altern ist kein Problem. Das Problem ist, dass man es sieht, sagst du. Bei dir sieht man es ja nicht, beim Götz ein bisschen. Jetzt, aber, ja, danke. Halke, hast du nicht Triffe, Kniffe und Tricks? Nee. Nee? Also es gibt keine Kniffe und keine Tricks. Wenn man das so nach hinten Gerüchte zieht? Über dein Aussehen, über die Jahre schon. Ein berühmtes Gerücht ist, dass deine Frau dir immer deine attraktiven Outfits zusammenstellt. Das sind keine Gerüchte, müsste ich eigentlich anwaltlich dagegen vorgehen. Ganz klar. Also dieses Gerücht verfolgt mich mein Leben lang. Ja. Ich habe großen Spaß daran, mich anzuziehen. Nicht immer genau richtig. Wie ich. Ja. Und das gibt es auch natürlich in jedem Laden. Ich habe ja nie auch Designer gehabt, die mir irgendetwas designt haben. Ganz im Gegenteil, es gab immer wieder Leute, die gesagt haben, ich würde gerne was für dich nähen. Aber in einen Laden zu gehen... Komm, es sah schon so ein bisschen so aus, als hätte der Glöckler das für dich genäht, oder? Hör auf, Mensch! Ausgerechnet Glöckler. Auf den Satz habe ich 20 Jahre gewartet. Ja, jetzt kannst du aufhören. Besserer kommt nicht. Nein, ich weiß. Sag mal, ist das jetzt pietätlos, wenn ich sage... Ich bin noch nicht tot, Mensch. Ja, eben das. Deswegen frage ich... Günther Jauch hat dir erzählt, Sie haben beim Bayerischen Rundfunk schon den Nachruf auf dich geschrieben? Die haben überall Nachrufe auf mich geschrieben. Ich habe die teilweise redigiert. Das ist einfach so, ich glaube, ab 60 liegt in jeder deutschen Redaktion für du, bei, Menschen... Für dich liegt noch keiner. Nächstes Jahr. Bei mir haben sie auch schon angefragt, ob ich einen auf ihn schreiben würde. Ja, jetzt weiß ich ja Bescheid über ihn. Ja, das ist, aber damit kann man leben, finde ich. Ja, die Arbeit ist schnell getan. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hm. Er war der größte einer, so und so. Ja, du hättest auch Nein sagen können, das ist schön. Dem Alter kommst du auch bei mit Humor und Verdrängung. Was genau verdrängst du? Den Humor? Nein. Du kannst im Grunde ja nichts machen. Und ich habe Schwein gehabt. Also ich blicke ja auf ein Leben, wo ich sage, Mensch, das hätte auch schlimmer kommen können. Und du musst natürlich aus so einem Leben auch die Kraft mitnehmen, zu sagen, egal was dir jetzt passiert, bisher war alles richtig. Also das Gefühl, immer nörgelig zu sagen, das steht mir zu und das steht mir zu, gar nichts steht mir zu. Nein, die Welt hat ja durchaus auch ein Herz für Verlierer, aber nie für schlechte Verlierer. Das hast du sehr schön gesagt. Ist das von dir? Nee. Aber ich hätte es dir zugetraut. Nee, also da können wir alle, in dem Geschäft können wir schon alle gar nicht klagen. Und wir haben ja, jetzt werden wir ein bisschen nostalgisch werden, wir haben ja noch das richtig gute Fernsehen erlebt.
Also ihr habt Spiele gemacht, die Welt allerdings nicht braucht. Bis heute, wieder. Meine ja, Damen und Herren. Ihr habt ein freundliches Publikum, ja. Ihr kommt hier rein. Wir machen ja Blödsinn. Ich meine, wir sind erwachsene Menschen. Ja. Wir beide kennen uns nicht wie erwachsene Menschen. Wir ziehen uns nicht an wie erwachsene Menschen. Und wir haben ja damit, sind auch damit auch nicht verhungert. Kriegen umsonst Zigarren, die uns noch von Frauen angezündet werden. Ein schönes Spiel für diese Sendung. Jawohl. Denn wir werden jetzt eine großartige Aktion starten, meine Damen und Herren. Etwas, was wir im Laufe der Jahre immer wieder gemacht haben. Und viele, viele begeisterte Zuschauer haben gesagt, das war eigentlich euer schönstes Spiel. Kampftrinken haben wir nicht als Spiel betrachtet, sondern als Verpflichtung. Wir haben hier ein schönes Spiel vorbereitet, Thekencurling. Dies ist eine Theke, dies ist der Zielbereich und wir werden nun reihum versuchen, so viele gefüllte Maßkrüge wie möglich in diesem Zielbereich zu platzieren, indem wir diese Gläser mit einem temperamentvollen Schwung auf diese Bahn schicken. Aber das wird eine Sauerei, oder? Das hoffen wir inständig. Ja. Ja. Den Anfang macht, wir haben farblich gekennzeichnete Humpen. Den Anfang auf. Macht Christine Westermann. Also nur bis zu dem roten Strich? Nein, den Bereich dahinter. Hinter den roten Strich. Ja, aber Treffer. Hat ja schon mal super geklappt. Also, Thomas, rot für dich. Rot. Wenn es Basketball wäre, wäre es ein Treffer. Du hast mir das natürlich jetzt hier schon auch schön eingenässt. Schön. Ah, schade. Kann man das so schade. Mit dem nächsten Ding so nachkommen? Nein, ich weiß nicht, ob ich die nächsten lieber aufbringe. Ja! Auch. Als er nach den Beatles-Songs geübt hat, hat er noch eine halbe Stunde Zeit gehabt, hat er das auch geübt. So was, wer übt, kann nix. Oh, ich schieb immer sozusagen. Ja, hast dich aber schön zurechtgeschoben. Schiebung. Ja! Ärgerlich! Ärgerlich! Danke, Chris. Oh. Das sieht aber lecker aus. Schmeiß mir den nicht wieder um. Ja. Ah, oh, wow. Ha. Ach, darauf habe ich mich 20 Jahre gefreut, meine Damen. Ja. Schön. So. Ja, elegant, muss man sagen. So, jetzt aber. Jetzt schieb meinen noch mit rein. Sprach das Mädchen zum Matrosen. Ja! Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Gleichstand, meine Damen und Herren. Ha! Jetzt machen wir die ultimative Lobhudelei für dich. Und die macht jemand, der dich sehr gut kennt, obwohl sie mit dir gearbeitet hat, an deinem Buch. Nur wer mit mir gearbeitet hat, kennt mich gut. Wobei du immer sagst, du würdest gerne mal jemanden richtig anschreien. Warum traust du dich das nicht? Weil ich mir lächerlich vorkäme, wenn ich schreien würde. Echt? Auch wenn du richtig sauer bist? So? Wenn ich richtig sauer bin, ja, dann bin ich so sauer, dass ich auch nicht mehr schreien kann. Ich habe es ein paar Mal versucht. Ja? So richtig, ich hatte auch das Gefühl, ich habe einen Grund. Und danach kam man sich total idiotisch vor. Gell? Man hätte es auch anders regeln können. Ich habe Kollegen gekannt, die geschrien haben, auch im Studio. Dieses, ja. Ich kann doch nicht arbeiten. Ja. Aber das ist in unserem Geschäft vor allem, gibt es auch nie einen Grund zu schreien. Und man ist immer derjenige, der wie ein Idiot dasteht am Ende. Ja, ja. Also habe ich nie geschrien. Aber ist das ein Kriterium? Habe ich jetzt vergessen. Hast du gar nicht zugehört? Doch, ich habe zugehört. Aber ich fand die Antwort unbefriedigend irgendwie. Bisschen. Aber das macht nichts. Es gibt Frauen, die verstehen dich viel besser. Zum Beispiel Else Buschheuer, die dich freundlich und sehr aufmerksam begleitet hat. Müssen wir erklären? Also ich habe ja, als ich mich an dieses Buch gewagt habe, erst mal gedacht, ich schreibe so ein bisschen rum. Und habe dann gemerkt, das ist verdammt schwer. Also ich habe auch nie gelernt, im Grunde mich quasi zu konzentrieren auf kurze Sätze. Ich habe immer geschwafelt und wusste am Anfang des Satzes noch nicht, wo er hinführt. Und am Ende des Satzes wusste ich nicht mehr, womit ich angefangen habe. Das ist die Geschichte von Zimmerfrei. Ja. Und das bei einigen. Und wenn du das schriftlich machst, wird es schwierig. Und da hat mich Else, die eine Autorin ist, die auch diesen jungen Stil hatte, dieses knappe, dieses populäre Schreiben, die hat gesagt, pass auf, lass deine ganzen Aber weg und lass deine 35 Nebensätze weg. Dann hör mal, weg. Was sie selbst sagt über diese Arbeit mit dann bin dir. Ich mal gespannt. Mhm.
Also bei Schätzing gibt es ja den Schwarm und bei Gottschalk gibt es den Schwall, ja, den sogenannten Gottschwall, der sich Bahn bricht. Ja. Es gibt auch nur einen Satzbaumeister auf der ganzen Welt, der diesen Satzbau beherrscht, und das ist Gottschalk selber. Da kann man gar nicht rangehen, da kann man gar nichts machen. Und einmal habe ich heimlich einen Satz geändert. Da waren drei Ich habe es drin und ein paar Abers, und ich habe ein paar rausgenommen und ich habe aus einem Satz habe ich drei gemacht. Und dann kam der Moment, wo die Druckfahne kam und der Autor las und ich habe ihn so beobachtet. Und dann an einer Stelle sagt ihm sein Sprachgefühl, dass da noch ein paar Ich habe es rein müssen und noch ein paar Abers. Und dann hat er aus den drei Sätzen wieder einen gemacht und der war genauso wie vorher. Und ich habe mich geärgert, aber ich war auch beeindruckt. Also ich habe es, Thomas, ich habe es genossen, in deinem Kopf spazieren zu gehen. Else Buschheuer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und nun kommen wir zur Hausmusik. Thomas, am Ende von 20 Jahren Zimmerfrei, naja, es gibt ja noch die Abschiedsshow am nächsten Sonntag, aber hast du dir ein klassisches Stück ausgewählt? Heinrich der Vogel, eine der großen Balladen von Karl Löwe. Ein Stück, das von Baritonen und Tenören mit Weltgeltung gesungen wurde und von großen Pianisten gespielt wurde. Warum wir zwei heute Abend? Du hast mich gefragt, ob ich jemals in meinem Leben musiziert habe. Ich kann nicht gut Klavier spielen. Ich kann sonst überhaupt nichts. Und gesungen habe ich immer mit Platte. Es gab, meine Mutter hatte diese Platte, Heinrich der Vogler, Josef Greindl Bass und Hertha Klust Klavier. Ja. Die beiden haben das gekonnt. Wir müssen den Jüngeren sagen, Heinrich der Vogler ist kein Druckfehler, meine Damen und Herren. Nein. Und es geht um Kaiser Heinrich, der beim Vogeljagen erfährt, dass er deutscher Kaiser wird. Eigentlich war er nur König, aber die Geschichtsschreiber hat später gesagt, Kaiser. Er war der Anführer des sogenannten Westkarolingischen Reiches. Wo lernt man heute noch solche Dinge im Fernsehen? Westkarolingisches Reich. Ja, oder so ähnlich. Okay, also bitteschön. Herr Heinrich. Genau. Mit Herr geht's los. Herr Heinrich sitzt am Vogelherd, recht froh und wohlgemut. Aus tausend Perlen blinkt und blitzt der morgenröte Glut. In Wies und Feld, in Wald und Auch, welch ein süßer Schall. Der Lerche sang, der Wachtel schlag die süße Nachtigall. Herr Heinrich schaut so fröhlich drein, wie schön ist heut die Welt. Was gilt's, heut gibt's nen guten Fang, er lugt zum Himmelszelt. Er lauscht und streicht sich von der Stirn das blond gelockte Haar. Ei doch, was sprengt denn dort herauf für ein Reiterschar? Der Staub wallt auf, der Hufschlag dröhnt, es naht der Waffenklang. Dass Gott die Herren verderben mir den ganzen Vogelfang. Ei nun, was gilt's? Es hält der Tross vom Herzog plötzlich an. Herr Heinrich tritt hervor und spricht: Wen sucht ihr Herrn? Sagt an! Da schwenken sie die Fähnlein bunt und jauchzen unserm Herrn. Sachsenlandesstern. Sich neigen, knien sie vor ihm hin und huldigen ihm still und rufen, als Erstaunen fragt, sie ist deutschen Reiches Will. Da blickt Herr Heinrich tief bewegt hinauf zum Himmelszelt. Du gabst mir einen guten Empfang, Herr Gott, die hier gefällt. Thomas Gottschalk! Ganz als Mann! Man kann es anders machen, aber nicht besser. Man kann es anders machen. Super! Meine sehr verehrten Damen und Herren, Thomas Gottschalk sang für uns Heinrich der Vogler. Und nun darf ich Sie darauf aufmerksam machen,
In einer Woche gibt es unsere große, gigantische Zimmerfrei-Abschiedsshow mit allerlei Orchestern, Chören, Spielen, Aktionen, vielen prominenten Gästen. Aber heute Abend war unser letzter regulärer Gast der großartige Thomas Gottschalk. Jetzt ist es Zeit, die Karten zu heben. Soll er bei uns einziehen, unser letzter Gast sein. Grün für Ja, Rot für Nein. Zeigen Sie es uns. Yes. Und da sehe ich 58 Millionen Grün und 0 rote Karten. Sie waren ein tolles Publikum. Christine, du warst toll wie immer. Ich fand mich auch prima. Der Star des Abends war Thomas Gottschalk. Thomas, danke, dass du unser letzter Gast warst. Danke.